wir Streiche machen. Hallo, hier bin ich. Alle Kinder kennen mich. Der kleine Nick ist frech und lustig. Hallo, hier bin ich. Ich bin der kleine Nick. Die vier Musketiere. Hey Jungs, ich bin gespannt, welcher Film diese Woche im Kino läuft. Kommt, wir gucken mal nach. Schnell, beeilt euch. Hä? Die Rückkehr von D'Artagnan. Ich wusste gar nicht, dass er weg war. Erinnerst du dich nicht mehr an die fantastischen Abenteuer D'Artagnans und der drei Musketiere? Da sieht man, wie er mit dem Boot wegfährt. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Jetzt kommt er bestimmt zurück und rächt sich an den bösen Kardinal. Wenn's doch schon morgen wäre, ich kann's kaum erwarten, den Film zu sehen. Prima, D'Artagnan und die drei Musketiere. Sie sind zu viert, genau wie wir. Ich bin D'Artagnan, en garde. Und warum ausgerechnet du, Nick? Ich gehe am besten mit dem Degen um. Augenblick mal, aber beim Kämpfen bin ich der Stärkste. Warum solltest du also D'Artagnan sein? Weil ich es zuerst gesagt habe. Also gut, einverstanden. Dann sind wir eben die drei Musketiere. Einer für alle und alle für einen. En garde, D'Artagnan. Die Tiere hatten noch gar keine Schilde. Könnt ihr mir mal verraten, was ihr da macht? Aber das siehst du doch, wir sind Musketiere. Fantastisch, darf ich auch mitspielen? Eigentlich haben wir keine Lust auf Streber. Aber du kannst der böse Kardinal sein, wenn du willst. Folgt mir, treue Musketiere. Dort ist der Kardinal. Attacke! Ja! Hilfe, Hilfe, ihr dürft mich nicht schlagen. Ich hab doch eine Brille. Achtung, die Wache des Kardinals. Wir warten auf eine bessere Gelegenheit. Bis morgen. Ihr entkommt uns nicht, Kardinal. Ihr werdet für eure Untaten büßen. Passt doch auf. Entschuldige, Papa. Liebling, was soll ich mit dem Trödel im Karton machen? Soll ich alles wegwerfen? Die Sachen, die mir Oma geschenkt hat, die kannst du doch nicht einfach so wegwerfen. Aber es ist doch nur lauter scheußliches Zeug. Ich stelle den Plunder erstmal in die Garage. Wir können ja später entscheiden, was wir damit machen. Sag mal, wie sieht denn deine Schulmappe schon wieder aus? Vom Lineal ganz zu schweigen. Ach ja, gibst du mir ein bisschen Geld, um ins Kino zu gehen, Papa? Nein, kommt gar nicht in Frage. Das ist die Strafe. Pass nächstes Mal besser auf deine Sachen auf. Aber Nick. Hast du verstanden? Magst es auch noch, um Geld zu bitten? Das Geld fällt doch nicht vom Himmel. Dein Vater hat recht, Nick. Du musst besser auf deine Sachen Acht geben. Wie soll ich jetzt mit meinen Freunden ins Kino gehen? Hör mal, wenn du schönartig bist, ändert dein Vater vielleicht seine Meinung. Hier, Papa, das ist für dich. Vielen Dank, mein Sohn. Ich habe ein neues Kuchenrezept ausprobiert. Ihr müsst mir sagen, wie er euch schmeckt. Hier, Papa, Vanillesoße, damit ihr nicht so trocken im Hals ist. Kannst du nicht aufpassen, Nick? Oh je, tut mir leid, Papa. Musst du denn immer so schusslich sein? Jetzt gibst du mir bestimmt kein Geld mehr. Das hast du völlig richtig erkannt. Wenn du Geld willst, dann arbeite.
Was soll denn das? Schon wieder eine Prügelei? Nein, wir sind die drei Musketiere. Das ist was ganz anderes. Und vermutlich kommen in euren Musketierabenteuern keine Mädchen vor. Habe ich recht? Ich habe eine Idee. Du bist unsere Königin. Wir verteidigen dich. Es gibt dann ein riesiges Gefecht. Die Königin. Fein, ich bin einverstanden. Aber dann müsst ihr mir auch alle gehorchen. Sonst spiele ich nicht mit. Aber so war das eigentlich nicht gedacht. Hallo, Nick. Was ist denn mit dir los? Ich hatte Ärger. Papa gibt mir zur Strafe kein Geld fürs Kino. Mist, und was machst du jetzt? Hey, wir hätten fast den Schwur der Musketiere vergessen. Einer für alle und alle für einen. Ludwig hat recht. Wir müssen Nick dabei helfen, das Geld fürs Kino zu bekommen. Ganz meine Meinung. Wir werden auf gar keinen Fall ohne dich ins Kino gehen. Wir könnten Kuchen backen und ihn verkaufen. Und was übrig bleibt, essen wir selbst. Ich hab's. Wir verkaufen alte Sachen. Aha. Ich war neulich mit meiner Mama auf einem Flohmarkt. Prima Idee. Jeder bringt was zum Verkaufen mit. Und so verdienen wir dann genug Geld für deine Kinokarte, Nick. Das ist klasse von euch, aber wir müssen uns beeilen. Der Film fängt bald an. Einer für alle und alle für einen. Meine Lok, die kann ich nicht verkaufen. Und meine Autos auch nicht. Mit denen spiele ich ständig. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Du kannst wenigstens deine Kekse verkaufen. Ja. Denk mal nach. Irgendwo liegen bei euch bestimmt alte Sachen rum. Ich hab's, ich weiß wo. Super! Ein echter Musketierhut! Genial! Gut, der Krempel da drin müsste eigentlich reichen. Klar. Und, was habt ihr aufgetrieben? Hey, deine Taschenlampe ist prima. Ich tausche gegen meine Boxhandschuhe ein. Und ich tausche meinen Reifen gegen dieses Spiel. Deine Murmeln gegen einen Keks, wenn du willst. Wartet mal, wenn wir alles untereinander tauschen, bleibt nichts für den Flohmarkt übrig. Stimmt. Erstmal müssen wir einen Platz finden, wo wir den Kram verkaufen können. Ich weiß wo, vor dem Laden vom Aschenbrenner. Da gehen immer eine Menge Leute vorbei. Wir stehen schon eine Viertelstunde hier und haben noch nichts verkauft. Wisst ihr, wir müssen die Waren anpreisen, wie auf dem Markt. Treten Sie näher, meine Dame. Wir verkaufen hier lauter schöne Sachen. Ja, und bei uns ist alles ganz billig. Sehen Sie sich um. Sie werden bestimmt was Schönes finden. Na? Na? Dürfte ich vielleicht erfahren, was ihr hier veranstaltet? Ja, ein Flohmarkt. Was soll das? Das ist unlautere Konkurrenz. Packt eure Sachen zusammen und verschwindet von hier. Wir machen doch nichts Verbotenes. Großer Flohmarkt, schöne Dinge und gar nicht teuer. Treten Sie näher, mein Herr. Greifen Sie zu, bevor es zu spät ist. Hab ich's mir doch gedacht. Ihr werbt mir meine Kunden ab. Aber das werde ich zu verhindern wissen. Verlasst euch drauf. Sind Sie an dem hübschen Reifen interessiert, mein Herr? Meine Boxhandschuhe gefallen Ihnen bestimmt besser. Red doch keinen Unsinn. Sie brauchen bestimmt ein paar Murmeln. Hey, dieser Hut da. Meine Frau hatte früher genau den gleichen. Ich kaufe ihn dir ab, mein Junge. Hä? Aber das ist doch mein Musketierhut. Den verkaufe ich nicht. Papalapap, ich mach dir einen guten Preis. Hier, sieh mal. Abgemacht. Hier, Ihr Hut. Vielen Dank, Kinder. Jetzt kann ich auch ins Kino gehen. Ja, hurra! Da sind die kleinen Gauner, Herr Polizist. Schon gut, das werden wir gleich haben. Also, was ist dir los, Kinder? Nichts weiter, wir machen nur einen Flohmarkt. Aber Kinder, dafür benötigt ihr eine schriftliche Genehmigung. Wissen denn eure Eltern eigentlich, was ihr hier tut? Mein Papa hat zu mir gesagt, wenn ich Geld fürs Kino haben will, dann soll ich arbeiten. Was? Hat dein Vater das wirklich gesagt? Ich muss wohl ein Wörtchen mit ihm reden. Und ihr packt inzwischen euren Kram zusammen. Du, mein Junge, du wirst mich begleiten. Aber Herr Polizist, Sie wissen doch, wie Kinder sind, oder? Das wird bestimmt nie wieder vorkommen. Das versichere ich Ihnen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Ihr habt einen Flohmarkt gemacht? Ohne Genehmigung? Was hast du dir denn nur dabei gedacht, Nick? Aber du hast doch selbst gesagt, ich soll arbeiten, wenn ich Geld haben will. Und das habe ich. Guck mal! Was? So viel? Wie hast du das gemacht? Ich habe den alten Hut mit der Feder aus der Garage verkauft. Meinst du etwa diesen scheußlichen Hut von Oma? Gratuliere, Söhnchen! Darf ich das Geld behalten? Nein, dafür kaufen wir eine neue Schultasche und ein neues Lineal, das du kaputt gemacht hast. Einverstanden. Aber ein bisschen Geld bleibt übrig. Und damit darfst du ins Kino gehen. Dankeschön, Papa. Mein Papa ist prima. Ich glaube, Nick ist dabei, den Wert der Dinge zu begreifen. In Zukunft wird er besser auf seine Sachen aufpassen. Wollen wir es hoffen. Ja! So, mit dem neuen Rezept schmeckt er bestimmt besser. En garde, Musketiere! Ein prima Degen hast du da!